Hier klaut jemand. Da klaut wer. Oh, ich muss so kacken. Was halten Sie vom veganen Leben? Nichts. Okay, das ist doch mal eine Antwort. Oh, das kostet immer mehr als einen Euro. Jetzt von Auto stellen, was rausfahren will. Unangenehm. Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Wow. Ich habe keine Zeit, viel zu quatschen, weil mein Zug gleich kommt, deswegen muss ich das mal loslegen. So Leute, ich kann euch ja schon mal erzählen, was euch in diesem YouTube-Video erwartet. Also, ich werde auf jeden Fall vloggen. Dann habe ich richtig Bock, ein Wenn ich du wäre, in der Stadt zu spielen und zu drehen. Mit einer Freundin gleich. Also wir stellen uns richtig unangenehme Aufgaben und die müssen wir dann machen. Da habe ich so Bock drauf. Und was noch? Ich will auf jeden Fall Bilder machen und den Rest überlege ich mir dann spontan. Ne? Werdet ihr ja sehen. Hi Leute, wir gehen jetzt in Gerlach. So Leute, wir haben jetzt unser Essen. Guck mal, wie lecker. Fladenbrot, Kaffee. Lecker. Guck mal, wie schön der Bäcker ist. Wir gehen jetzt gleich raus und spielen das, wenn ich du wäre. Weil wir haben jetzt schon fertig gegessen und das machen wir jetzt gleich. Und wir müssen ja aber nochmal gucken, ob die Mikrofone funktionieren. Deswegen macht uns Natalia jetzt ein ASMR. Ja. So Leute, jetzt geht's los mit unserem Special Content. Hi Leute, willkommen zu diesem Video. Ich mache heute ein ASMR mit euch und wir testen mal die Mikrofone ein bisschen. Dann habe ich noch ein bisschen Salz und noch ein paar Blumen mitgebracht. Danke fürs Zuschauen. Die Mikrofone funktionieren ja anscheinend, deswegen gehen wir jetzt in die freie Wildbahn und drehen ein. Wie heißt das nochmal? Wenn ich du wäre. Ich so, halt doch mal kurz die Frage. So Leute, das ist so keine random. Habe ich gerade keine gesagt. So Leute, das ist so random, aber Natalia erzählt uns jetzt, was sie für Tiere hat. Ja, ich werde gezwungen. Also ich habe ja. Fische. Dann habe ich eine Schildkröte. Ich habe Kaninchen, ich habe Katzen, ich habe Hunde und wir holen uns jetzt Ziegen. Cool. Ja, und da kommen bestimmt auch Halber Zoo zu Hause. Ziegen, ne? Ja, vielleicht. Ja. Vielleicht auch nicht. Ja. So Leute, wir sind jetzt kurz im Edeka, weil wir die ganze Zeit eine Person suchen, die mit in unser TikTok reinkommt. Aber wir finden die ganze Zeit keinen. Richtig nervig. Was machst du da gerade? Hier klaut jemand! Da klaut wer! Da kam einfach gerade jemand. Nein, die dachte wirklich, jemand klaut und sie glaube, dachte, dass ich was klaue. Nein. Ich bin extra. Und sie meinte, ich darf hier drin nicht filmen. So, wir nehmen jetzt ein Red Bull mit. Ich nehme das hier ohne Zucker. Ach, zum Air Queen, Alter. Gleich, wir sagen gleich noch was mit mir. Ach doch, ich halt jetzt die Fresse. Alter, so, der ist so eingebildet. Ihr glaubt's nicht. Das schneide ich doch. Sehen wir das kurz. So Leute, wir haben das TikTok jetzt gedreht. Da war gerade jemand. Hallo. Da kommt ein Auto. So Leute, wir haben das TikTok jetzt gedreht mit jemandem. Und nein, die eine war voll geschockt. Ich blende das TikTok jetzt gleich ein. Die ist einfach traumatisch. Ja, aber ich habe mich entschuldigt. Oh nein. Leben, falls du es siehst, es tut mir leid. Alter, was ist mit meinen Haaren, Junge? Alter, nee. Der 18-jährige Samuel hat heute die 1000 Abonnenten auf TikTok geknackt und wartet schon auf seine Einladung zur nächsten New York Fashion Week. Hey, du kennst dich doch von TikTok, oder? Willst du ein Autogramm haben? Ich kenn dich nicht. Nein? Oh, du kannst dich schon trauen. Frag ruhig. Nee, alles gut. Okay. Die tut einfach so, als würde die mich nicht kennen. Ich glaube, die hat sich einfach nicht getraut. Die schaut jetzt einfach mal ein YouTube-Video. Ich muss mir das jetzt geben. Da bin ich nämlich auch mit drin. Leute, wir sind hier gerade im Keller von Vodafone und haben gerade Pipi gemacht. Weil das ihrem Papa gehört oder so. Ja. Mhm. Ey Leute, ich schneide gerade dieses YouTube-Video, ne? Und bei dem, wenn ich du wäre, wir haben uns ja gar nichts getraut. Das ist so cringe eigentlich, ne? Also wenn das irgendwer besser kann, meldet sich mal bitte bei mir, dann drehen wir das mal. Nicht mit der da. So Leute, weil sich Natalia nicht traut, mache ich das jetzt. Sag eine Aufgabe. Ja, ich muss so erstmal, geh runter und stöhne und sag richtig laut, du musst richtig kacken. Okay. Oh, ich muss so kacken.
Oh Gott. So groß. So, ich habe jetzt erstmal noch eine Aufgabe für Natalia. Und zwar gehst du zu dem Mädchen da hinten und fragst sie, wie sie dein Outfit findet. Los. Hi, ich habe eine ganz kurze Frage. Wie findest du mein Outfit von 1 bis 10? Das? Ja. 10. Eine 10? Ja. Oh, danke schön, das ist lieb. Schönen Tag noch. Also Samuel muss jetzt an die Kasse und das kaufen und sagen, das kostet aber mehr als 1 Euro. Da muss ich erstmal was finden, was mehr als 1 Euro kostet. Ja, sag mal. Ich nehme den Kleber. Okay, los. Danke, das bitte. Sie können auch das gerne mit Karte zahlen. Okay. Ja, 1,10 Euro. Oh, das kostet aber mehr als 1 Euro. Ich dachte, das wäre der Euro-Shop. Das ist aber viele Jahre her. Ach so. Muss man mal den Namen umbenennen? Nein, das ist ein Euro. Ach so. Ist alles? Ach, ich dachte, das ist alles 1 Euro. Na dann. Guck mal, was okay. Ja, danke schön. Tschüss. So, du musst dir jetzt jemanden suchen und ihn fragen, ob er vegan ist. Okay, so. Was halten Sie vom veganen Leben? Ich persönlich nichts. Okay, das ist doch mal eine Antwort. Gut, dann danke für die Antwort und dann wünsche ich Ihnen noch ein schönes veganes Leben. Schönes Osterfest. Dankeschön, Ihnen auch. Tschüss. Aber wer es essen möchte, kann es essen. Ich, so viel Fleisch esse ich zwar auch nicht mehr, aber es ist vegan, das ist jetzt. Ja, ist ja nicht für jeden was, genau. Ne? Okay, dann danke ich Ihnen. Schönen Tschüss, Tag noch. Ihnen auch. Schönes veganes Leben noch. Samuel muss sich jetzt vor ein Auto stellen, was rausfahren will. Scheiß, okay. So Leute, wir haben keinen Bock mehr und trauen uns auch gar nichts, Alter. Deswegen sagt Natalia jetzt die letzte Sache. Also, er soll sich eine Person suchen und so einen unlogischen Witz machen. Ah ja, so wie bei TikTok. Ja. Leute, wir finden keinen, deswegen lassen wir es jetzt. Aber wenn wir noch einen sehen, dann machen wir es. So Leute, das war's mit dem YouTube-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wer bis zum Ende geschaut hat, spammt ein rotes Herz in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Hi Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Ciao.